Hallo zusammen, jeder von euch wird wohl die Dokumi kennen in Düsseldorf. Und dieses Jahr werde ich dort auch wieder vertreten sein. Das heißt, ich werde dort rumlaufen, Fotos machen, vielleicht auch einige Leute shooten und auch wieder Cosplay-Videos drehen. Wenn ihr mich also seht, gerne ansprechen. Wenn wir aber schon mal bei der Dokumi sind, möchte ich euch natürlich auch etwas über diese Veranstaltung erzählen. Und zwar ist das einer meiner Lieblingscons, die ungefähr 73.000 Quadratmeter an Fläche hat, um euch verschiedene Bereiche zu bieten, wie zum Beispiel die Zeichnerhalle, aber auch den Händlerbereich, ebenso wie auch die große Bühne und auch kleine Bühne. Und dieses Jahr wird natürlich auch wieder das Kongresszentrum mit dabei sein. Das heißt, dort findet auch der Cosplay-Ball statt. Und ich muss sagen, ich finde das Tolle an der Dokumi ist tatsächlich, dass der japanische Garten gleich um die Ecke ist, in dem man auch richtig tolle Fotos und Filme drehen kann. Und da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil auch viele meiner Freunde dort sein werden. Und ich freue mich natürlich, diese wiederzusehen. Und ich freue mich auch, neue Bekanntschaften zu machen. Vielleicht seid ihr ja mit dabei. Was ihr auch auf der Dokumi gerne findet, sind Workshops, die sich auf bestimmte Bereiche, zum Beispiel Perückenstyling, Nähen und richten, die für einige auch interessant sein werden. Man darf natürlich aber auch nicht die Organisatoren und die zahlreichen Helfer vergessen, die natürlich die ganze Dokumi auch erst möglich machen. Deswegen hier ein riesengroßes Dankeschön an euch, dass ihr euch so viel Mühe gebt, uns eine wunderschöne Con zu bescheren. Alle Links über die Dokumi findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung.